Ja, Verbundmaterialien, werte Kritikergesellschaft und hallo Skybro. An alle, die nichts mit dem Thema Skybro oder Drachenlord zu tun haben möchten oder Videos darüber sehen, die dürfen jetzt abschalten. Danke fürs Zuschauen bis jetzt und wir sehen uns in einem etwas normaleren Thema dann zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann mal wieder. Alle, die das hier angucken möchten und sich tatsächlich diesen Irrsinn reinrendern wollen, die sind herzlich dazu angehalten, hier zu bleiben und wir sehen uns nach einem kurzen Werbeclip des heutigen Sponsors wieder. Bis gleich. Dieses Video wird gesponsert von Mettminger Schwengelis, die zarten Harten für zwischendurch. Demnächst und nur für kurze Zeit mit den Herbst-Sondergeschmacksrichtungen Eichel und Käse. Mettminger, was Wurst so alles kann. Ja, da ging's mal um die Wurst, Leute. Aber sorry, es geht immer nur um Barren. Barren, Barren, Barren. Das Einzige, was im Leben zählt, ist die Kohle. Okay, jetzt zu dir, Skybro. Warum mache ich dieses Video? Du darfst übrigens gerne darauf reacten und meine Meinung mit deiner Meinung vernichten. Der Einzige, dem ich untersage, und zwar einschließlich untersage, auf dieses Video zu reacten, das ist Henk. Dir das jetzt anzugucken, das überlebst selbst du geistig nicht. Ich möchte nicht, dass du kaputt gehst. Sonst habe ich nämlich nichts mehr, über das ich mich kaputt lachen kann. Du hast mir so manche Depression überbrückt. Liebe geht raus. Auch wenn der Grund und der eigentliche Inhalt Müll sind. Aber egal. Habe ich nichts zu kritisieren? Ich bin nicht deine Mutter. So. Jetzt wieder Fokuspunkt auf Skyboom. Also. Sky, du hast leider jetzt den Fehler gemacht, dich nicht ins Feuer zu setzen, sondern dich mit einem wahren Inferno, und zwar einem globalen Inferno anzulegen. Glücklicherweise ist der Hate schon deutlich weniger geworden, weil weniger Hater aktiv sind. Zu Spitzenzeiten wär dein Kanal von Code Midas so zugeballert gewesen, dass du es, nee, keine Ahnung, selbst hunderte Generationen von Skybros hätten es nicht geschafft, auch nur annähernd den Haufen von Kot wegzuschaufeln. Glaub's mir, das ist vielen anderen gegangen, die es jetzt nicht mehr in sozialen Medien und auf YouTube gibt. Die haben sich mit solchen Videos und diesem Thema komplett selbst weggemeldet. Ich weiß, ich biete gerade ein bisschen Angriffsfläche und das wird die Hater ultra triggern, aber drückt mir ruhig einen Spruch. Ich stehe auf Sailor Moon. Ich mag Lollis. Aber nur, wenn sie über 18 sind. So. Legal Lollis. Gut. Jetzt wieder zu dir. Da dir niemand wirklich erklärt hat, warum das Thema schlecht ist und was es eigentlich ist, jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung. Das Drachengame ist entstanden um einen YouTuber namens Drachenlord, bürgerlich Rainer W. oder R. Winkler, aus Altschauerberg, das ist in Emskirchen, bei Neustadt an der Aisch. Was ist das für eine Person gewesen, wirst du jetzt fragen, ohne Hater-Content gucken zu müssen? Er ist in meinen Augen ein cholerischer Provokateur. Er hat sehr gut damit und davon gelebt, jede Menge Provokation rauszuhauen und sich wirklich elitär darum bemüht, und das kann selbst die Hater-Bubble nicht abstreifen, sich mit jedem auf der Welt anzulegen. Und warum machte er das? Ganz einfach. Weil in seiner kleinen, isolierten Welt, wo keiner mehr was, also im Real Life wollte keiner mehr was mit ihm zusammen zu tun haben, weil er halt so ein Provokateur ist und entweder bist du für ihn und schiebst ihm für nichts Geld rein und kritisierst ihn niemals oder du bist ein Hater. So sind übrigens die ersten Hater entstanden. Das waren sicherlich Freunde oder Bekannte von Herrn Winkler, die er so endsquerbeet durchbeleidigt hat, dass denen komplett jegliche Vernunftschiene durchgebrannt ist und dann ging's los. Er hat sehr gut davon gelebt. Zum Schluss, ich glaube, um die 4.000 bis 5.000 Euro, korrigiert mich bitte in den Kommentaren, pro Monat. Dafür, dass er gemobbt wird. Wie gesagt, es geht, so wie ich vorhin gesagt habe, nur um Geld. Immer, überall, in jeder Situation. Es geht nicht darum, gut dazustehen. Es geht nicht darum, ein guter Mensch zu sein. In dieser kapitalistischen, verseuchten Welt, und ich will jetzt nicht den Kommunismus predigen, um Gottes Willen, das ist noch schlimmer. Es geht grundsätzlich um Geld. Geld regelt viel, Geld schafft mehr und Geld macht hungrig nach mehr.
Du kannst nie genügend Barne haben. Nie. So. Und irgendwann hat er es geschafft, sich selber zu besiegen, indem er ein finales Vernichtungsvideo gemacht hat. Dann, als er YouTube, Haus und Heimat verloren hat und aus dem Internet weg war, da wurde es langweilig. Und natürlich sind viele Hater verschwunden. Und ja, es kehrte etwas Ruhe ein. Die unbedingt am Thema festhalten können, weil es ihr Hobby ist, die haben aus der Helder-Cloud zig Videos gezogen oder andere Hater-Contents benutzt und Upload und Restream und Re-Upload-Kanäle und was es gibt. Es gibt hunderte, zig hunderte Hater-Kanäle. Einige tatsächlich noch deaktiviert, aber noch da. Höchstwahrscheinlich. Aluhut-Theorie und so. Und dann wurde historischer Content gemacht. Einige halten das für einen Bildungsauftrag, so wie ich es für einen Bildungsauftrag oder einen Lehrauftrag mit Doppel-E halte, befürchte ich, dir dieses Video hier zu machen. Ja, und dann kam Skybro. Ja. Beziehungsweise dein Video Ansage an die Hater vom Drachenlord. Das ist auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 den Weltkrieg auszulösen ist, eine glatte 15 auf der Blödheitsentscheidungsskala. Also das war wirklich eine richtig, 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 richtig episch dumme Aktion. Und Entscheidung von dir, das hättest du sein lassen sollen. Das hast du hoffentlich mittlerweile verstanden. Und zwar richtig verinnerlicht verstanden. Dass das ein Fehler war und dass das der Auslöser war für das, was jetzt bei dir abgeht. Nummer 2 war das Entschuldigungsvideo. Grundsätzlich erstmal eine Top-Idee, sich gleich zu entschuldigen und ein bisschen ehrlich zu sein. Aber du hast aber mit eingebaut und warst am Hin und Her, am Vor- und Zurückrudern. Hättest du das in der Geschwindigkeit, wie du zurück und wieder vorgerudert bist, auf gerader Strecke durchgezogen, ich schwöre dir, bei jedem Gott, an den du glauben könntest, da hätte ich Wasserski beilaufen können. Das war wirklich großartig. So macht man es absolut nicht. Nee, man entschuldigt sich, macht einen Bückling, erniedrigt sich selbst und schaltet sich erstmal für eine Zeit lang offline, in der Hoffnung, man wird vergessen. So. Und jetzt der Auslöser für mein Video. Nachdem du es ja mitbekommen hast, was bei dir losgeht, renderst du das online? Ich glaube, das war ein Stream. Nee. Sowas ist eine noch dümmere Entscheidung. So, sorry, die Helder-Katze im Haus hat gerade das Aufnahme-Setup weggemeldet. Da musste ich mal einen Schnitt machen. Ja, ich hatte gesagt, das ist eine richtig noch dümmere Entscheidung. Ja, ist es. Nein, nein. Also wenn du die Hater-Bubble, wenn du da schon provoziert hast und du hast die am Hals, dann hör auf, darauf zu reagieren, weil irgendwelche Reactions auf Reactions über dich sind im Drachengame oder im Bereich der Hater niemals irgendwie eine gute Idee. Das gießt nur Brandbeschleuniger in diesen Flächenbrand. Ja, da wird gerade schon wieder ordentlich durch den Flur geberstet von der Hater-Katze. Ja, nee. Also, du bist mittlerweile schon auf dem Niveau. Ich weiß nicht, ob du Discord hast. Da halte ich mich auch ganz schnell von fern dann. Du hast hundertprozentig Drachenhater in deinen Kommentaren und du hast auch Hater in deinen Moderatoren rein. Sie sind schwer zu erkennen. Und ich werde jetzt auch nicht sagen, wer es ist. Den Spaß lasse ich dir selber, das rauszufinden. Außerdem kann ich es bei einigen nicht hundertprozentig beweisen. Ich kann es nur vermuten. Weil ich habe jetzt 8 Jahre Drachen-Game-Content, sowohl von Drachis als auch von seiner Herrlichkeit, als auch von Hatern konsumiert. Boah, ganz ehrlich, diese gesunde Hautfarbe,
Ich glaube, wenn ich zum Arzt gehe, dann füllt er mir nur noch einen Blankodotenschein aus, ne? Nur noch Datum und Uhrzeit eintragen und einen Grund ankreuzen und das war's. Bei mir heißt es auch bald Medal of. Es hat mich locker die Hälfte meiner Lebenszeit gekostet, mich mit dem Thema so intensiv auseinanderzusetzen, weil es mich brennend interessiert hat, wie Cybermobbing funktioniert, wie das heutzutage umgesetzt wird und. Ja, nee. Also das war Premium-Med. Absolutes Premium-Med. Damit hast du dir selber das Loch, in das du gerade fällst, nochmal um 15 Meter tiefer gegraben. Boah. Es sind, wie gesagt, nicht so viele, wie es hätten sein können, weil es definitiv nicht mehr so viele sind. Weil einige haben wirklich ihr Versprechen gehalten. Winkler, YouTube frei, YouTube Winkler frei, wir sind weg. Medal out. Ja, andere sind geblieben. Und ich versuche dir jetzt auch nochmal zu erklären, wie genau, also was für Arten von Hatern ich kennengelernt habe. Die einfachste Form, das sind die, die du gerade hast. Das sind die Cyber-Hater, also die Online-Version. Die gibt es in der Version von, ja, Code Midas, Kommentarschreibern, in Stream-Schreibern, sich als Moderator einschleichen und möglichst viel für Restreamer und ähnliches Kommentare produzieren, damit man sich über dich lustig machen kann. Dann gibt es die Version, du hast ja glücklicherweise seine Adresse noch nicht geleakt. Ich hoffe, du hast glücklicherweise seine Adresse noch nicht geleakt oder es gar vor. Dann kriegst du nämlich mehr Essen und Zeug, als du irgendwo unterbringen kannst. Du bist dann auch bei zig religiösen Randgruppen angemeldet, wie Scientology und hast, da ist wahnsinnig was los. Alles, was man in deinem Namen irgendwo online ordern kann, wird da teilweise auch geordert. Die etwas erweiterte Version davon würde dir sogar, wenn in deiner Nähe Drogendealer sind, Drogendealer ins Haus schicken und in deinem Namen Drogenbestellungen aufgeben. Hey da, Katze, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit da rumzurandalieren? Dankeschön. Junge, die ist heute richtig aktiv, sag ich dir. Die hat sich heute ein Video von Winkler reingezogen und seitdem ist die nur noch am Durchrendern. Ich glaube, da ist was in der Katze kaputt gegangen. Die ist richtig auf 112. Ganz schlimm. Genau. Dann gibt es die Form, die sich im Real Life rumtreibt. Die einfachste Form sind die Bierläufer. Die laufen einfach nur bei dir rum, haben immer eine Flasche Bier im Hals, ein Handy am Anschlag, filmen alles Mögliche, schreien ein bisschen hier, schreien ein bisschen da und gucken, ob du irgendwie reagierst, eventuell rauskommst, sie anbölkst, bespöbelst, bespuckst, beschmeißt, bespritzt oder was auch immer. Mit bespritzen meine ich jetzt Wasser. Oder Super Soaker mit alkoholfreiem Radler? Gilt das schon als Massenvernichtungswaffe? Es ist zumindest kein Bier. Nee. Ja. Dann hast du natürlich noch die richtigen Interakteure, die Hero Maker, wie ich sie gerne nenne, weil die sich selber versuchen zum Helden zu machen, indem sie Dinge beschädigen, beschmieren, beschmutzen, sich dafür feiern lassen wollen, bei dir eventuell, wenn du ein Grundstück hast, über einen Zaun klettern, klingeln, etc., alles Mögliche, ja. Ich will das jetzt nicht aufzählen. Auf jeden, das ist nicht einfach nur einer sagt, so jetzt bei Skybro vor die Haustür kacken und du hast plötzlich 500 Haufen vor der Tür. Nee, das sind Einzelentscheidungen. So, jetzt vereinfachst. Du hast ja gesagt, dass die Hater, oder zumindest kam es so rüber, als hättest du gesagt, dass die Hater dumm sind, dass die nichts können, dass die nichts haben. Nee, Hater gibt es von der Kategorie Obdachloser, Bildungsfreier, Sozialhilfeverweigerer bis hin zu Firmenbesitzer. Nee, ohne Scheiß. Es gibt Hater, die haben so viel Barne am Tag, wie Herr Winkler zu besten Zeiten Barne im Jahr generiert hat. Und ich meine damit Abos und Spenden. Die sind richtig, richtig wohlhabend. Aber als Reicher hat man halt irgendwann keine Hobbys mehr, außer sich über Leute, die sozialschichttechnisch unter einem stehen, zu echauffieren, zu empören oder lustig zu machen.
Also man kann nicht sagen, die Hater sind dies, die Hater sind das, die Hater sind jenes. Das ist keine Organisation, mit der du es da zu tun hast. Das sind Einzelindividuen, deren Hobby und deren Lieblingsfreizeitbeschäftigung es ist, andere Leute zu trollen, fertig zu machen, zu diskriminieren und alles, was sie haben können oder schaffen, ins Lächerliche zu ziehen. Es ist einfach mal Fakt so. Das Drachengame ist einer der größten Lost Places, die wir überhaupt hatten. Und warum ist das Drachengame entstanden, würdest du dich jetzt fragen? Ja, wegen Herrn Winkler, hast du doch schon gesagt, du Spacken. Nee. Nein. Wegen der sozialen Medien. Ich weiß, die Aluhut-Fraktion kriegt gerade richtig Zwaggeln unterm Alu. Aber nee, es ist tatsächlich so. Keine sozialen Medien, keine Plattform, wobei YouTube tatsächlich. Sage ich gleich noch was dazu, wenn ich mit dem Gedankengang durch bin. Dann wird es sowas nicht geben. Keine Angriffsfläche, gleich kein Kontrent, gleich Frieden im Land. Nee, es ist einfach so. Wenn es nicht solche Leute wie du geben würde, die leider etwas falsch entscheiden und die falschen Leute provozieren, dann würde es diese Shitstorms nicht geben. Die Leute würden nicht auf irgendwelchen Foren, in irgendwelchen Plattformen Hetze gegen die eigenen Bürger machen, wie gewisse Politiker, denen ich jetzt hier an dieser Stelle, Sie werden es niemals sehen, ans Herz lege, doch bitte das, was Sie da twittern am Wochenende, vorher gegenlesen zu lassen. Von einem, der nicht unbedingt der Ja-Sager ist. Ne? Das ist buh. Da, egal, da kann Carsten Stahl eine Menge zu sagen. Den will ich aber jetzt hier aus dem Hater-Thema rauslassen. Boah, nee, also, du hast es nicht mit einer Organisation zu tun. Und die wirst du so schnell nicht los. Bis gar nicht mehr. Warum? Ich nehme jetzt mal als Beispiel, ich habe es jetzt nicht offen. Wobei, wir könnten eigentlich mal, ich hoffe, du verzeihst es mir, dass ich deinen Content anmache und hier zeige, den Backstream. Genau, das da. Da kann ich dir super zeigen, was ich meine. Erstmal. Wohnst du nicht in irgendeinem Nobelloft, sondern hast eine komplett solide, normal eingerichtete 0815 Standardküche eines Mittelschichtlers. Also ich persönlich wohne nicht so luxuriös, ich gehöre zur unteren Mittelschicht. Nicht zur mittleren oder zur oberen, sondern komplett zur unteren Mittelschicht. Und das gebe ich auch zu. So. Erstmal der Blick in die Kamera. Nicht böse gemeint, ich will dich auch wirklich nicht haten. Das kommt jetzt tatsächlich leider so rüber. Die Frisur in Kombination mit dem, wie du guckst, das ist einfach nur herrlich. Das ist herrlich. Das ist wie für irgendwelche komischen Fake-Avatare gemacht. Es würde mich nicht wundern, wenn irgendjemand in Minecraft mit sowas rumläuft. Oder weiß ich nicht, ich benutze ja für MMORPGs Leute, die Texturmods machen. Ich habe auch schon den Rainer Winkler Texturmod gesehen. Das kannst du dir nicht aussehen. Sagen, der hatte PvP gegen einen Regenbogen scharf gemacht. Das war, dass das Video es nicht mehr gibt, das ist einfach nur großartig gewesen. Aber so, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Ja, hier sieht man es sehr schön. Also ich meine jetzt nicht, dass du den Teig da gerade ausrollst, wie man das eben so macht, oder was da im Chat geschrieben wird, was du nicht mitbekommst, sondern du kleidest dich genauso bequem wie ich. Das ist etwa auch mein Kleidungsstil. Meine Arbeitskollegen meinen, ich sehe aus wie ein. Wird hier nicht erwähnt, weil sonst heißt es noch, ich hetz gegen dich. Ja. Du bist auch eine sehr, ja, doch kräftige Person. Nennen wir es kräftig. Aber alleine solche Aufnahmen, auch wenn die Kamera, ich weiß nicht, mit was du da filmst, hier ist sogar noch besser. Boah, das ist der heilige Gral für Photoshopper. Mit sowas bietest du unglaublich viel Angriffsfläche. Der nächste große Fehler, oh, jetzt kommt die Hater-Katze, den du gemacht hast, ist, mal gucken, eine Roomtour mit, guckt mal, was ich alles habe. Das hat nämlich Herr Winkler auch gemacht. Kurze Information für dich.
Der wurde so provoziert, dass er ein Video gemacht hat und gezeigt hat, wie viel schwarze Metal-T-Shirts er hat und dass es doch gute schwarze Metal-T-Shirts für besondere Anlässe gibt und die normalen Metal-T-Shirts. Ja. Da hat sich mein Hirn auch kurz verabschiedet und sich in die Originalverpackung zurückgezogen und verweigert seitdem die Funktion. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Also wenn irgendjemand eine Sicherung Schaltkreis A46 Analog D4 weiß, steht auf der Wunschliste, ne? Bei mir, ne? Ja. So. Interessante Form der Deko, kann ich nicht kritisieren. Ist dein Style. Aber hier war noch irgendwas sehr Brisantes. Irgendwo war das. Verdammt. Immer wenn man versucht, was reinzurendern, dann rendert man nicht das Richtige. Wo ist es? Achso, auch diese Art und Weise, wie du da gerade gegangen bist. Es tut mir leid, ich werde das jetzt mal kurz abspielen, um es dir zu zeigen. Das ist genau die Winklersche Kameraführung. Es ist genau die Winklersche Kameraführung. Immer den Kopf und die Decke. Mann. Hier, da ist es. Nee, warum ist es da nicht? Da war es doch eben. Kommt das erst danach? Ah ja, sowas kann man zwar gerne in der Wohnung haben, aber das zeigt man nicht. Besonders nicht, wenn man mit der Hater-Bubble zu tun hat. Ohne Scheiß ist deine Adresse geleakt und du zeigst sowas im Internet, hast du in locker 20 Minuten später die Polizei bei dir stehen. Und nur Probleme am Hals. Es ist, wie gesagt, ich finde das nicht schlimm. Das ist halt deine Form von Deko. Auch die Disco-Kugel da oben. Die triggert mich allerdings ziemlich heftig, muss ich sagen. Aber es ist dein Style, das habe ich nicht zu kritisieren. Ich bin hier nicht deine Amme und auch nicht deine Mutter. Ich möchte dir nur helfen, um dir zu zeigen, was du da falsch machst. Und dann der Klassiker. Nee, ach so, das ist ein Getränk. Trinkst du da Milch? Trinkst du da Milch? Okay, also Milch ist zumindest kein Getränk. Wenn das Milch ist, Milch ist kein Getränk, Milch ist eine vollwertige Mahlzeit. Eine Müllermilch ersetzt eine komplette Mahlzeit mit Vorspeise und Nachtisch. Nur kleiner Abnehmtipp, ne, wenn du was abnehmen willst. Renn da die eine Flasche Müllermilch am Tag in den Kopf und ansonsten ist nichts mehr. Da kann man Gewicht verlieren, habe ich auch geschafft. So, hier ist wieder ein Roomtour-Video. Da ballert dir richtig schön die Beleuchtung einen rein. Kannst du nichts für. Irgendwo, ich weiß nicht, ob du die Pizza auch gegessen hast. Ja, das hier, wie gesagt, ist wieder in Ordnung. Da pausieren wir jetzt auch einfach mal das Video. Aber wenn du nicht willst, das kann ich jetzt gerade gar nicht zeigen. Jetzt wollte ich gerade mit dem Finger in das... Oh Mann, bin ich heute lost. Wenn du keine schlechten Kommentare haben willst, weder hier noch da, dann liefer bitte nicht solche Vorlagen. Diese Videos über dich existieren tatsächlich in erster Linie, weil du Content machst, der ähnlich ist wie der von Herrn Winkler. Die Kameraführung mit Kopf von unten, Decke im Fokus, Visage drin. Ganz ehrlich, wenn du jetzt noch ein bisschen näher rangehst, dass dein Kopf ungefähr, Moment, Spiegelverkehr zeichnen, ist schwierig, diesen Bereich des Bildes ausfüllt, ich kann das jetzt gerade nicht richtig, weil ich auf das OBS-Bild gucke, dann hast du wirklich Winklersches Format. Ne? 90% des Bildes müssen immer der eigene Kopf sein, der Rest muss Decke sein oder Himmel oder sonst irgendwas. Das ist genau Winkler-Style und genau deshalb springt die Hater-Bubble so großartig auf dich an. So, was kann ich jetzt abschließend sagen? Welchen Tipp kann ich dir jetzt ernsthaft ans Herz legen, sollte ich es noch nicht erwähnt haben? Um das Niveau an Hate, was du da gerade hast, loszuwerden, gibt es zwei Optionen. In Worten zwei. Erstens, du deaktivierst deinen YouTube-Kanal und ich weiß, es ist dein Hobby und es wird dir richtig wehtun, weil du es gerne machst. Mindestens 8 Monate, besser 2 Jahre lang keinen Content mehr. Nichts. Verschwinde von der Internetfläche. Auch nicht auf irgendeiner anderen Plattform, neu anfangen. Die sind nicht nur auf YouTube, die sind auf Twitch, die sind auf Twitter, die sind auf TikTok, die sind überall.
gibt es Leute, die erkennen dich wieder, weil du dieses Video gemacht hast, weil du jetzt berühmt bist, weil du jetzt eine feste Adresse im Drachengame hast. Lass es sein. Nummer 2, und das ist etwas, was du nicht umsetzen wirst, das weiß ich jetzt, aber das hilft auch. Alles löschen, nie wieder ins Internet. Es gibt zwar immer die Möglichkeit, dass man dich jetzt im realen Leben wiedererkennt, weil man dein Gesicht kennt, und es wird auch sicherlich die paar echten Fans, die du hast, ein bisschen hart treffen, aber dann bist du die Sache los. Wenn du dich nicht geleakt hast, 99% des Hates gegen dich und des Contents, der aufgrund deines Contents created wird, verschwindet, wenn du komplett aus dem Internet verschwindest. Kann sicherlich in deinen Augen nicht die Lösung sein. Steht auch eigentlich niemandem zu, so etwas zu verlangen, außer dem Plattformbetreiber. Aber was anderes hilft nicht. Du hast jetzt wirklich es geschafft, dich in einen Bereich vorzuarbeiten, wo du so einfach nicht mehr rauskommst. Es tut mir leid. Also, es geht nicht anders. Abschließend will ich noch ein bisschen Hate und Hass versprühen. YouTube ist für mich der größte Zuhälter der Welt. Und zwar für die Werbeindustrie. Ich weiß, ich lade das auf YouTube hoch und auch sicherlich wird Werbung auf meine Videos geschaltet. Ne? Wo haben wir ihn? Adblogger. Immer Adblogger anmache. Achso, eins habe ich vergessen. Woran erkennst du Haters? Den Tipp habe ich noch gar nicht erkannt. Es gibt gewisse Schlüsselworte und Begriffe, sowie eine gewisse, sich festgesetzte Sprache, die auf dem Dialekt des Original-Drachenlords basiert. Die wichtigsten Schlüsselworte sind Metal oder Metaloid. Dann gibt es derjenige oder diejenigen. Ja, ich spreche das nicht falsch aus. Ich hoffe, dass das Mikrofon das rüberbringt, weil ich keinen Popschutz habe, der davor ist. Ich nutze einfach das so, wie das Mikrofon ist. Winterschlaf? Klingt jetzt erstmal harmlos, ne? Bei ihm sind Tiere gestorben und er hat mal behauptet, dass seine toten Hamster Winterschlaf halten. Daher Winterschlaf. Dann Etzelda oder Etzella, ich kann es bis heute nicht richtig aussprechen. Und jetzt muss ich gerade rendern. Sekunde, das rendert jetzt ein bisschen bei mir. Mal gucken, ob ich es irgendwie fertig gerendert kriege im Kopf. Was war noch ein Hauptschlüsselwort? Es gibt nämlich eine gewisse Sprache. Genau, Gatze, Pizza, also quasi so, ich nenne es jetzt mal Dulli-Sprachversion eines normalhochdeutschen Wortes. Ich bin so froh, dass der Drachenlord kein Sachse ist. Ich bin so froh, dass der Drachenlord kein Sachse ist, weil dieses Frankendeutsch, das kann ich tatsächlich selber noch verstehen. Meine Oma hat mal platt gesprochen, ich dachte, die hat einen Dauerschlaganfall, wenn die losgelegt hat. Die hält übrigens auch schon Winterschlaf seit ein paar Jahren. Wir haben sie aber normal verscharrt. Also die lag jetzt nicht erst noch mal ein Jahr hier im Käfig rum, bevor die Winterschlaf gehalten hat. Nee, nee, das war schon rechtzeitig. Hat auch Arzt bestätigt. Achso, Provokation. Provokation oder meine Version, die ich gerne davon benutze, Provokazione. Also richtig ausgesprochen. Ja, das ist reine Provokazione. Alles Provokazione. Dieses Video ist reine Provokazione. Und Matt. Matt, Premium Matt, feinstes Matt, Elite Matt, Power Matt. Am allerbesten war das, das ist ja planetares Edelhackfleisch. Also da hat sich wirklich jemand mal richtig im Wimmelbingo richtig gut ausgedrückt. Planetares Edelhackfleisch, egal. Das ganze Thema dreht sich um Hass, um Hetze, um Mobbing und um Diskriminierung. Aber in der Form, dass man sich in erster Linie liebend gern über andere lustig macht und alles, was sie machen, in den Schmutz zieht. So. Ich werde jetzt hoffentlich die Hater nicht zu sehr diskriminiert haben. Wie gesagt, habe ich halt Pech gehabt. Kommentare nach unten. Sollte das Skybro-Video, was ich am Anfang gezeigt habe, zum Zeitpunkt, weil das ist wirklich ganz, ganz, ganz böse, ganz super Anleitung, wie man es nicht macht.
wie man es nicht macht. Sollte das schon offline sein, bitte ich einen der Hater, mal den Link vom Re-Upload unten bei mir reinzuschreiben, sobald ich rausgefunden habe, wie man was anpingt und wie, sobald ich es lese und ich das weiß, wie man das anpingt, aber da gibt es ja Google und sowas, das finde ich schon raus, dann ping ich das an. Ich bin schon total, ich habe zu viel Drachenlord heute schon konsumiert. Ich habe mir dieses Video reingezogen. Ich hatte auch die Zeit, weil ich habe ein Furchenlurch-Rezept gekocht. Das hat bei mir komplett das Verdauungssystem Metal Off gehen lassen. Danke, Furch. Ich war wegen dir diese Zeitspanne auf dem Klo. Diese hier. Die komplette. Herzlichen Dank. Fortsetzung folgt wahrscheinlich noch. Mann, es war zwar gut, aber schreib doch mal bitte eine deutlichere Warnung drunter. Deine Kochrezepte sind echt einzigartig. Und ich kann wirklich super schlecht kochen, aber das kriege ich teilweise noch hin. Danke dafür, ne? Liebe geht an Furchi raus. In diesem Sinne ist das Video jetzt auch beendet. Ich sage Medal off. Schönes Wochenende und tschö, tschö mit Doppel-Ö.